Oder Blumen kaufen. Kaufen Sie Blumen. Billig, billig, billig. Kaufen Sie Blumen. Also Blumen kaufen. Hallihallo. Plastik. Schön. Kann die Blume essen? Man kann alles essen, Anke. Frage ist, wie gut es einem danach geht. Oh Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen länger ein Päuschen bräuchte. Hört ihr alles? Alles gut? Oder ist es laut? Zu laut. Wäre nicht nötig gewesen. Hallo erstmal und danke, dass ihr gerade dabei wart. Also danke an die, die gerade dabei waren. Ich habe den Chat leider während des nicht lesen können, aber ich habe ein bisschen gescrollt noch. Ich bin so ein halber Zirkus hier. Meinen ganzen Adralfen. Die Musik ausfällt. Ich habe das Instrument an meinen Handgelenk. Ist es nicht schön? Klingt immer noch zu laut. Also kriege ich es, glaube ich, nicht mehr. Nee, danke. Danke, dass ihr dabei wart. Ich war wahnsinnig nervös am Anfang. Es gab sich dann, die Nervosität wurde leider abgelöst von etwas viel Schlimmerem. Und zwar einem ganz grauenhaften Migräneanfall. Weil die Perücke ist sowas von arscheng. Und sie hat ja einen hohen Zopf, ne? Und da guckt ihr erst das Perückennetz aus. Ja, und es war einfach nach einer halben Stunde dachte ich schon, ich muss sterben. Ich hatte schon so die Übelkeit und kaum noch was gesehen und aus dem Grund war ich so froh, als es vorbei war. Aber an sich war es ja schön, ne? Dann setz sie doch ab. Nein. Nein. Sieht ganz furchtbar aus darunter. Aber deswegen brauchte ich eine halbe Stunde Pause. Ne? In meinem Kopf ging es direkt besser. Ich habe Tabletten genommen. Auch wenn meine Migränetabletten weg zu sein scheinen. Keine Ahnung. Weg. Nicht da, wo sie hingehören, sind nicht da, wo sie nicht hingehören. Ich habe keine Ahnung. Nee, sorry. Kommt heute alles so laut vor. Aber ich habe ja jetzt auch hier Dingens drin. Andere Seite. Oh, ja. Bin ich ein bisschen anders. Das neues Canceling, da kommt mir alles sehr viel lauter vor. Hallo Margaret! Ach, meine Lieben. Oh. Krass. Nein, es war schön. Ich fand es sehr schön gerade. Ich hörte, da waren ein paar Asos im Chat, aber hey, ist ja normal, ne? Bei Migräne helfen mir Thomapyrin Duo am besten mega Lebensveränderung, als ich auf die gestoßen bin. Immer die Dolamin extra. Die helfen mir am besten, aber die sind weg. Die sind weg. Keine Ahnung. Nicht in der Handtasche, sind nicht am Bett, wo sie eingesehen müssen, sind weg. Ich habe jetzt was anderes genommen, auch Ibuprofen, aber hoffen wir mal, dass das hilft. Wenn es nicht mehr geht, würde ich den Stream allerdings beenden, weil abnehmen ist heute keine Option. Das da drunter, das wollte nicht sehen. Das ist eine Misere. Ich erinnere mich nicht, dass ich dieses überhaupt drin hatte. Das hört sich jetzt mit anderen Kopfhörern einfach nur anders an. Spreche ich lauter als sonst? Ich habe keine Ahnung. Hat nur sicherlich mit der Kanone weggeschossen. Ja, ist echt so, ey. Ah. Die gute alte Aftercon-Jauche. Wie oft habe ich das durchgemacht? Als Cosplayerin, wie viele von euch auch. Den ganzen Tag mit einer Perücke rumgelaufen, die viel zu klein war. Ich bin nur. Ich heulen. Dankeschön. Auch mein Liebster. Was würde ich ohne dich machen, ernsthaft? Oh, nee, aber wie oft bin ich damals auf der Con rumgelaufen mit der Perücke? Da hast du von der Convention nichts mehr mitgekriegt, weil alles nur noch aus Schmerzen bestand. Oder zu kleine Schuhe, auch ganz schlimm. Und oh, dieser Moment nach der Con, wenn du die Perücke abnimmst.
So gut. Und so habe ich mich auch gerade gefühlt, als ich sie abgenommen habe. Alles war direkt nur so. Für die, die keine Perücken tragen, muss man sich so vorstellen, als würde man so einen Schraubring um den Kopf haben, der immer enger gezogen wird. Der Kopf einfach fast platzt vom Gefühl. Und wenn du die Perücke abnimmst, dann piu, alles weg. Dankeschön, Crimson. Ah, tut mir leid, dass du jetzt schon schlafen gehst. Normalerweise spiele ich ja wesentlich eher, aber heute war natürlich ein besonderer Tag. Aber ja, ich habe schon gelesen, du tust dann einfach so, als hätten wir ganz lange ganz viel Spaß gehabt. Und damit träumst du dann auch, ne? Schläfst du mit ein und dann träumst du die ganze Nacht davon, von mega der Party. Kopforgasmus, ja. Und sich dann kräftig durch die Haare und den Scalp reiben. Bestes. Mm. Richtig so. Habe ich auch gerade gemacht, das mache ich auch nachher wieder. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt schmerzwert. Auf keinen Fall, aber es ist so gut. Genau wie die Kontaktlinsen rausnehmen. Freue mich auch schon drauf. Ich kann mir gar nicht so viele Augentropfen in die Augen hauen, weil das Licht und so. Und ich habe eh seit ein paar Tagen richtig trockene Augen. Ich weiß nicht, ob das Heuschnupfen kommt oder so. Aber warum hat der Chat das Wort Scalp rausgefischt gerade? Kopforgasmus verstehe ich ja doch, aber Scalp? Das ist ein Teil vom Körper, mein Freund. So ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz langsam nachlässt, ja. Immerhin habe ich ja keine unbequemen Schuhe an, denn ich habe gar keine Schuhe an. Mein Cosplay ist nicht komplett. Weil ich mir dachte, warum soll ich hier in Stiefeln sitzen? Das ist bescheuert. Aber hey, ich wollte erst hier drunter Jogginghose anziehen, aber ich habe es gelassen. Für euch. Für die Authentizität. Krieg ich da was für? Gar nicht kalt an den Füßen? Ich bin doch drin. Ich bin noch in der Wohnung. Nein, ich habe doch sonst auch keine Schuhe an in der Wohnung. Schmerz kann nachlassen? Ja, nicht der Weltschmerz. Der Weltschmerz bleibt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber sonst. Schuhe ist Skandal! Zwischendurch. Wisst ihr, was ich gerade beim Interview mal gemacht habe? Ich habe hier Patex. Nein, nicht Patex, Patafix noch gehabt. Ich musste früher die Kette fixen, weil die ist natürlich eine halbe Stunde vor dem Interview kaputt gegangen. Ich habe aus dem Rest Patafix ein Croissant gemacht. War nicht, ne? Es stellt sich so gut scharf. Aber es ist auch gelb. Es ist in sich gewunden. Ich habe jetzt ein Croissant. Ungefähr wahrscheinlich auch die Croissant-Menge, die ich bei meiner Diät essen dürfte. Ja, das wohnt jetzt hier. Schon hab sonst selbst bei 20 Grad im Zimmer kalte Füße. Ja, das habe ich auch schnell mal, aber da muss halt dickere Socken oder eine Decke, aber Schuhe ist ja, dann können die meisten ja auch nicht so gut atmen, die Füße, ne? Also in den meisten Schuhen. Nicht die meisten Füße, das weiß ich nicht. Ich habe nur zwei. Cross-Hon-Hon-Hon. Auch schon wieder Hunger. Hör auf. Ich habe gerade eine Banane gegessen. Ich habe auch keinen Mittag gehabt. Weil ich habe heute auch wieder nichts gebacken gekriegt. Ja, vorhin war auch ganz schlimm vom Interview, beim Soundcheck. Funktionierten die Kopfhörer nicht. Das habe ich gehört. Der PC hat sie anerkannt. Aber ich konnte sie nicht einstellen. Hat er nicht gemacht. Der ist immer wieder auf Elgato Sound Cloud Dingens gehüpft. Die ich nie anhabe. Die ich auch nicht anhatte. Der ist immer wieder darauf gehüpft. Ich so, wisst ihr was, Leute? Ich komme gleich wieder ins Meeting rein. Ich starte jetzt erstmal die ganze Scheiße hier neu. Vielleicht habe ich dann einen Kopfhörer durchs Zimmer geworfen. Aber es hat ja später geklappt. Aber ich hoffe, ich kann das irgendwann mal shooten. Irgendwann komme ich mal dazu. So, wir spielen das auch gleich. Aber Noah, warum musst du von Essen schreiben? Jetzt habe ich wieder Hunger. Ich habe auch so Hunger, aber jetzt bin ich mir das wieder bewusst. Ich habe keine Mandarinen. Ich habe vergessen, Mandarinen zu kaufen. Oder vielleicht gab es auch keine und deswegen bin ich dran vorbei. Ah. Ah. Also ich cosplay ja gerne, ne? Aber jedes Mal, wenn ich mittlerweile ein Cosplay anziehe, bin ich nur so... Hasse Cosplay. Es ist halt so aufwendig, ne? Aber naja.
Kawaii des. Was ist gerade eine Banane? Ja, ich merke da aber nichts von. Nein, kein Mandarin erstmal. Heute nicht, sorry. Warum wohnen wir so weit auseinander? Ich könnte fix einen Kuchen backen. Ich bin auf Diät. Du kannst den Kuchen mal backen für, was wir Sonntag vorhaben. Also, um Gottes Willen, du musst für keinen Kuchen backen. Hauptsache, das ist irgendwas, was du dir zwischen die Kiemen hauen kannst. In dem Moment muss ja auch kein Kuchen sein. Ich habe vorhin eine zweite Portion von meinem Mittag. Ist nachher auch wieder das Mittag von gestern. Aber ich freue mich schon drauf, denn es ist Essen. Morgen ist zum Glück nur ein halber Arbeitstag, aber ich muss euch trotzdem schon wieder verlassen. Gute Nacht, Eris, nicht Nini und Chat. Schlaf gut. Ist aber schon geplant am Sonntag. Nice. Ich freue mich, das wird sehr lustig. Wir hatten ja sehr schöne, doofe Ideen. Alle anderen sind jetzt sehr verwirrt hier. Aber gut. So. Da ich keine Mandarinen zum Pellen habe, mit denen ich euch eure Eargasms verpassen kann, heute übrigens passend mit passenden Gläsern, ja? Möchte ich mal darauf hinweisen. Und mit passender Dekoration. Steht einfach morgen natürlich wieder alles woanders. Ich sollte mir ein Ei kochen. Oder zwei. Oh, ich habe auch noch ein Ei. Nur und ich, wir leben nur von Bananen und Eiern. Das klingt verdammt falsch. Joa, was machen wir da für eine Diät? Irgendwas ist da komisch. So. ASMR. Cool. Ich habe übrigens noch, ich habe mich für grün entschieden, aber ich habe auch noch gelb-blau. Rosa Mugel. Alle irgendwann mal auf der Square Enix-Seite gekauft. Vielleicht gibt es die sogar noch. Müsst ihr mal gucken. Das ist allerdings nur aus Plastik. Ist mal ein bisschen schade. Ich meine, ja, geht nicht so schnell kaputt. Geht aber auch nicht unbedingt schöner, ne? Steht eigentlich zu 99,9% nur in der Vitrine. Basically habe ich die seit irgendwie einem Jahr oder so. Krieg zum ersten Mal nach Hause. So. Da ich ja heute nicht ewig machen kann und es aber auch schon spät ist und wir auch was machen wollen und keine ASMR-Mandarinen vorliegen, nur ein Matsche-Patafix-Croissant und kann ASMR mit meinem tollen Schmuck machen. Aber ich glaube, das zieht nicht so, oder? Und wer Headgasm hier? Nein. Ah. Schwieriges Publikum heute. Oh. Dankeschön, Noah. Und willkommen, Frikadella. Im Team. Kuchen. Ich liebe uns. Find uns auch lustig. Auch wenn es uns keiner tut. Nein, Katsch. Wir haben ja die Fanbase des Jahrhunderts. So. Geht es vorbei? Das passt. Nein. Gut. So. Oh, ihr Kleinen sieht sogar noch besser aus. Klein und weit entfernt sehe ich immer besser aus. Wo ist es? Das läuft jetzt auch. Ich muss dazu sagen, ja, da tust du hier auch was. Das ist ja schön. Ein Signal. Ich. So. Laut. Oh, wenn man das so in den Ohren hat, ist das ein bisschen schmerzhaft. Ich krieg doch gleich ein Bild. Das sollte eigentlich schon. So. Howdy. Was, Fanbild? Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Ich kenne mich so gar nicht mit Switch aus. Mit Switch ist auch schön. Ein Abo geschenkt bekommen. Damit unterstützt du, beziehungsweise Noah, mich finanziell und du kannst jetzt die ganzen tollen Emotes benutzen. Oh, wie das anders klingt mit diesen Headphones, ist sehr seltsam. Hauptsache für euch klingt es normal. Okay, reicht.
Spielstand laden, weil ich habe gestern irgendeinen alten Spielstand kurz angemacht, um mir die Controls nochmal anzugucken, damit ich nicht völlig verkacke heute. Ich habe das nämlich einfach ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Oder länger. Ich habe das am 3.5. das letzte Mal gespielt. Weißt du Bescheid, ne? Knarzt der Ton aber bei euch auch so? Könnt ihr mal kurz Bescheid geben? So ein bisschen laut, ne? Knarzt das bei euch? Wart mal eben ab. So ein bisschen. Ja, dann starte ich nochmal eben Game Capture neu. Manchmal hat das das. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber komm. 2 Minuten, 20 Sekunden. Haben wir wohl hoffentlich. Kommt alle weg. Kein Bild wieder. Dankeschön. Okay. So, ihr seht oben, der automatische Speicherstand ist auf das gehüpft. Oh, ja. Also, auch gleich wieder lauter im Spiel, wenn die Musik nicht mehr so ballert. Ich hatte gestern den Speicherstand angemacht wegen der Controls. Ihr seht, das ist der automatische Speicherstand. Da wollen wir natürlich nicht weitermachen. Da kommt der Airbuster und der Airbuster suckt hart. So, ist besser im Sound. Aber ich denke, wenn wir das auswählen, dann geht's gleich wieder. Dann machen wir weiter in der Kirche. Hi. Wow. Und knarrt schon wieder so ein bisschen. Warum? Mikrofon schlägt auch irgendwie gar nicht so stark aus wie sonst. Hört ihr mich durchgängig? Irgendwie ist das alles komisch heute. Ach, guck mal, wer ist das denn? Guck mal. Sie sieht ja aus wie ich, Mensch. Drollig. Frag mich, warum Ton so rattert. Ich mach das eben auch mal hier mal leise, dann mach ich es wieder für euch wieder lauter, weil meine Ohren. Ach ja, ich schwöre, eine 5. Gitarre-Leiste hätte. Dann mach ich's hier. Ich muss eben den Soundcheck mit euch heute machen, okay? Alles ist so laut mit diesen Kopfhörern. Das mache ich aber auch nicht mehr freiwillig. Ey, nur bei Cosplay-Streams. So. Jetzt? Ich warte mal kurz auf eure Reaktion. Wir wollen ja auch nicht sterben auf den Ohren. Also reicht, wenn ich sterbe. Guck mal. Ich habe übrigens ein bisschen meine Kette gelockert, weil ich habe das Gefühl, eine Kette, die einen auf Dauer so ein bisschen immer weiter und immer mehr ganz langsam erwürgt. Das ist ganz schlimm. Ich mache das hier mal so locker, aber dann zieht sich das wieder nach unten. Also definitiv hat Aerith da so einen kleinen Hang zu. Ich hab das noch nie auf so einem kleinen Bildschirm gespielt. Das ist seltsam. Guck mal, voll die schönen Blumen. Ist ein bisschen in die Blumen gefallen. Hast du Blumen kaputt gemacht, Cloud? Hast du ganz toll gemacht. So, finden wir hier irgendwas. Ich habe, wie gesagt, ein 10 Monate lang nicht gespielt. And just when I had finished tending the flowers here, gotta start over. Just me, myself and I. Danke, Cloud. Danke für gar nichts. Hättest du nicht ein paar Meter weiter nach links fallen können? Ich weiß, du wärst dann tot, aber meine Blumen. Muss ich verhungern? Also ernsthaft. Also wieder voll auf Aerith's Seite, weil das war nur so. Okay.
Okay, hier ist nichts. Was zwischen den Bänken. Energy. Nein. Ach, meine Hübsche. I could stick around a bit. Really? You will? In that case. Huh? Hall hier ist komisch. I'll see myself in. Thanks. Wollten eigentlich gerade allein sein, and aber ist okay. Who are you? He's my bodyguard. And a soldier. Pretty cool, huh? Huh? A soldier? Ex-soldier. Well, what do you know? You've got the eyes, at least. You don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from merc stuff, right? Huh? I guessed. From the sword. Just do this for me, okay? Fine, but it'll cost you a lot. A lot, huh? One date ought to do it. Huh? Huh. Well, you're weird enough to be one. What class? First. If you're gonna bullshit me, at least try to make it believable. Hey, watch the flowers! You heard the lady. I'll make this quick. You better. Fuck. Body. You know, you know I'm close to me, right? Really? Since when? I've heard of it. This it was a classified op, princess. I don't think that counts, then. Get ready. Nein, 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 here it comes. Going in. Whatever. Good old what's his face. Ah, der Pisser sitzt da oben. Oh, jetzt kann ich jetzt nichts tun. What are you doing, Luna, bud? I'm damn good at it. Verteidigen? Nein, kannst du nicht. Wo hast du da für eine Taste drauf? Nur Dodge wollen. Aber verteidigen ist halt anders. What you waiting for, bodyguard? I'm right here. Oh, super, so ein Fight kommt. Ich sag, scheiße, die da nicht gefightet hab, ey. So. Nein, wir brauchen ein bisschen Held hier. All good. Nein, oh, das muss ich treffen. Das muss ich treffen. Aber ich bin doch das schwierigste Schwierigkeitsgrad. Ding ist doch für kein Balken voll. Ich bin so viel, ey. Angeblich kann man verteidigen. Aber irgendwie tut das so mäßig. Weil merke ich, kann das Spiel einfach nicht mehr. Still in it. Oh, meine Fresse. Sloppy. Das ist deine Mutter. Well, okay then. Mein Gott, ey. Warum bin ich, hab ich nochmal eine Bossfight gespeichert? Ich hasse alles, ey. Feeling all right there, Mr. Bodyguard? Hau drauf. I'll end this. Really?
Das reicht einfach null. Gonna make me work for it, huh? Stoned. Well, lucky for you, top guy. Ich glaube, bist du angeschlagen. Können wir das mal nicht machen? Ich habe sonst schon keine Probleme. Okay. Kann ich dem auch nicht ausweichen einfach. Es geht einfach nicht. So. Vor allen Dingen habe ich nur so Kacktränke einfach. Den soll ich benutzen und das wird dich nicht mal komplett heilen. So. Finde ich sehr nett, dass ich nach dem Bosskampf direkt wieder im Bosskampf komme. Finde ich richtig cool. Ja komm, scheiß drauf. Die Kacke hier, ey. Boom! Oh. Oh. Kannst du auch ausweichen? Ich bin genervt gerade. Staggern, ne? Ausweichen deine Mutter. Wir kommen jetzt auf den anderen Ding jetzt? Ja, super. Ich hab das gestern extra noch gelesen. Gut, hab nichts gesagt. Danke, dass du nicht angegriffen hast. Oh. Ich mach Vita eigentlich. Eine kleine Menge bringt mir nichts. Ja, okay, klappt wie den sonst aus der Cloud. Aber danke, dass ich nicht bei Fix bin, wenn ich hier. Ja, bringt nicht so viel. Achso, ja, gut. Gut. Alter! Aua! Nein, das ist doch Bullshit einfach. Kannst dir nicht entgehen. So. Ja. Wenn wir das auch irgendwie schaffen wollen, bleibt mir wohl nicht viel. Gott, ey. Ich glaube, ist auch so schlecht. Jetzt die Verbindung wurde unterbrochen. Ja, super. Let's go. Too easy. Ja, kannst du nicht blocken. Wenn du einmal gestunt bist, dann bringt dir auch die Blocktaste tatsächlich gar nichts. Also mein Tacken, nur in Scheiße. Weg. Schaffen das. Still in. Hey, don't step on the flowers. Ja, dann sag den da nicht mehr. Au. Nein. Oh, natürlich hat der Hyperspeed. What you waiting for? Ja, ich kann den auch nicht staggern einfach. Ey, was ist das denn? So, das hat jetzt alle meinen Balken gefressen, weil wenn der ausweicht, geht das natürlich. Ich bin so genervt! Vielleicht hat es schon einen guten Grund, warum ich das Spiel nicht weitergespielt habe. Monatelang nicht gespielt, das ist erst ein Bosskampf und dann noch auch schwierig. Was heißt schwierig? Es gibt ja kein schwierig im Spiel. Es gibt ja nur das, was dir hilft, dann einfach normal. Das ist normal. Das ist leider schwierig in Anführungsstrichen. Das ist wahrscheinlich, wenn man es durchsetzt, wird es schwieriger im Mode. Aber ja, ich wusste nicht, dass ein Bosskampf kommt. Woher soll ich das denn wissen? Ist doch kacke hier alles. So, jetzt
bringt mir der scheiß Taktikmodus. Kannst du, hallo, kannst du auch einfach mal ausweichen, du Spacko? Oh, jetzt erstmal, das hilft mir. Alter Falter, so. War schöner Stream mit euch. Wenn man nicht mit den Controls kann und dann kämpft man einfach gegen so einen arschschnellen Spieler. Nein! Hauptsache weg. Sir! Are you hurt? Lass bei der Kirche weiterspielen. Das ist eine super Idee wieder, ja? Lass bei der Kirche weiterspielen. Fuck, Mann. Oh Gott, hab ich mich scheiße angestellt, ey. Aber ey, komm, wie oft kämpfe ich als Cloud alleine? Das ist fies. Weird. They're not attacking. Oh, Schwerte kommt wieder. Ich kann nicht, weiß nicht, wie lange ich spielen kann, bitte. Gib mein Bestes. Over here! Ja, du, ich kann gerade nicht. Muss gerade fressen. Kann ich da auch mehrere auf einmal einsetzen? Nowhere to go but up. Nein, okay. Tut mir leid, Aris, wir haben gerade keine Zeit. Ich muss gerade saufen. Okay, ich zündet jetzt die Blumen an. Ja, ich kann gerade nicht. Bist du doch. Durst. We don't have time, Cloud. Yes, we have plenty of time, Eric. Ich glaube jetzt. Ist er durch? Nein, ne? Nowhere to go but up. Mensch, Leute. Are they trying to stop us? Geh nicht bitte um, Cloud. War schon immer so sloggy. We should run. Ach, ist kein gutes Cosplay leider für den Stream. Wird es auch kein zweites Mal leider geben. Weil die Perücke ist einfach mein Tod. Vielleicht geht's besser, wenn ich wieder die Haare kürzer habe, aber. Maybe we can get out that way. Right. Through that hole. Ah, okay, ist so schön. Okay, that's helpful. They saved me. Come on. Dann renn doch auch mal, du Elender. Gott im Himmel. Ich mag das Spiel. Ich möchte sagen, ich mag das Spiel. Eigentlich. Wenn es kaputt geht, dann kannst du halt nicht rüber, Earth. Come on. Nothing. Up there. Hey, no shoot. Alter. You okay? Probably. Or maybe not. If there's so much as a scratch on her, you're done. Sir! We bring her in one piece. That's so far. What now? Run! Move and I'll shoot! Oh no, you won't. But sir! Jetzt die Soldaten. Lass das Mädchen mal erschießen. Could drop that. Kann ich, Alter. Einsame? Can't leave now. She needs help. Okay. Ich muss vielleicht einfach nicht an. I can't get to her. Das. Ab ist los. Da weiter da. So einfach runterspringen, das macht halt so keinen Sinn. Alter, Cloud, du bist Marco-engineert. Das ist nicht sonderlich tief. Ihr könnt sie von oben einfach alle abschlachten. Aber naja. Okay. Kannst du dich da hindrehen? Cloud, bitte. Oh. Cloud! Meine Fresse! Sei weniger dumm. Run! Okay. Stop her! Dann kann
Kann ich jetzt sie einfach loslassen? Was sind die denn jetzt? Was ist Aerith? Over there! Warum kann ich mich denn nicht fallen lassen? Over here. You can't win. Wo ist over here, du dummes Girl? Da. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss die Story bis zum nächsten Mal ansprechen. Bin gerade ein bisschen... Ich glaube, Marco Engineering hat auch ein bisschen was vom Hirn kaputt gemacht. Ne? Let's move. Gott im Himmel. Damit kann die Sachen alle alleine bewegen, Aerith. Geh doch auch weit! Hat das Spiel schon immer so lahmarschig? Ist ja schlimm. Wir müssen hier dringend weg. Aber ich bleib mal vor dir stehen und bodyblocke dich. Ich glaube, ich kann die Perücke echt nicht lange auflassen. Es tut mir voll leid. Grene kommt voll zurück, ey. More of those things. It's like they're guiding us. Hey Leute, es geht nicht. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Sieht zwar dann scheiße aus, es tut mir leid, aber sonst muss ich es abbrechen wegen der Migräne. Gib mir ein paar Sekunden. Ja. Es tut mir leid, es ging nicht an. Es ging einfach nicht an. Oh. Es drückt hier oben. Oh, doll auf die Schläfen und auf die Stirn. Oh, es ist schon wieder direkt alles besser. Boah, ich soll nicht putzen mit der Glatze schneiden, wenn ich das Cosplay wieder tragen möchte oder so. Uff. So. Ah, so. Jetzt können wir auch noch ein bisschen spielen. Sieht zwar scheiße aus. Ich mach das mal nach hinten. Gangster Aerith, ja. Mit blonden Haaren jetzt. Egal. Aber es geht sonst nicht. Ah. Besser als abbrechen. Nee, jetzt nicht. Mache ich dann nachher. Oh, tut mir leid. Es geht nicht. Ich hatte die Perücke vorher halt noch nie auf. Dementsprechend wusste ich nicht, wie eng sie sein würde. Aber jetzt hatten wir Gangster Zelda und jetzt Aerith, ja. Okay. Dann bin ich ja nicht mehr so grantig, wenn die Kopfschmerzen weggehen. Wisst ihr? Ich werde sonst sehr, sehr schneller, noch schneller grantig als eh schon. Aber ich habe gerade jedes Wort gemeint, was ich gesagt habe. Wir müssen hier schnell weg. Bleib stehen. Oh, mein Kopf beruhigt sich, das ist schön. Wachmacher. Ich will auch einen Wachmacher. Es tut mir leid, dass ich die Brücke nicht mehr auf habe. Mein normaler Pferdeschwanz zieht halt hinten. Ein Perückenpferdeschwanz. Geht vorne. Need to stay ahead of him. Kann nicht rennen. Ah, ich hasse das. Prep for Exville. Or not. Welche Items? Wie ich jetzt. They gone? Yeah, think so. What are they? I think, actually, I don't know. Let's just go. Das ist nur der. Der Marker. Okay. Sieht schon cool aus. Up for crossing the rooftops? See that pillar over there? There's a station right by it. Shall we mosey on over? Let's. Eben ganz kurz was in der Einstellung gucken, weil ich habe das Gefühl, wenn ich nur so ein paar Sounds von mir gebe, dass das Mikrofon das nicht greift. Und ich habe wieder das Gefühl, dass irgendwas in Soundeinstellungen zerrissen worden ist. Weil Microsoft. Mach da jetzt hier nicht. Stream heute. So. Wie geht's euch denn so? Erzählt mal.
Neue Kopfhörer, dann höre ich jetzt alles nur. So, neue Kopfhörer. Geändert. Hört ihr mich? Ich habe immer, ich sehe immer den Ausschlag dann teilweise gar nicht. Sehr, sehr komisch. Ja, nur, es tut mir leid. Die Kopfschmerzen sind so schnell wiedergekommen mit der Perücke. Es ging leider nicht. Ich bin armselig, ich weiß. Ja, dieses Mal mit Bluetooth. Ah, ja, die hier jetzt auch. So. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich abgehackt bei euch ankomme, weil irgendwie will heute alles nicht so, wie ich will. Okay. So, weiter geht's. Und runter. Kurz mal umgucken. Mhm. Ja, danke, PlayStation. Das war auch gerade schon unterbrochen. Du brauchst mir das nicht jedes Mal sagen. Alles irgendwie so ein bisschen die Farbe braun, ne? Ja, kam heute ein Päckchen an. Jetzt muss ich nur noch sehen, wann ich es einbaue und einbauen lasse. Ah, gecheckert. Capture Karte. So, what's next for you? A little bit of bodyguard work. Right. After that, it's back to the Sector 7 slums. You know how to get there? Yep. Oh ja. Of course you do. Ach so, krass. Überlegst, dass Finra da oben einfach so Deckel, so eine Pizza drüber gebaut hat, ne? Schon Dystopie vom Feinsten. Augen! Oh mein Gott, das muss ich euch erzählen. So lustig. Habe heute Mittag Balkon gesessen, Kaffee getrunken und gelesen. Und dann flog eine Taube auf eine der Wäschestangen im Garten. Dann flog die Taube zur nächsten Wäschestange in meine Nähe. Dann flog die Taube auf den Balkon, auf einen der Pflanzkästen direkt vor mir. Taube und ich waren 50, 60 Zentimeter voneinander entfernt. Und die Taube nur so, und ich so, hallo. Und die Taube so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab mich so bepisst, Alter. Hallo, Xan. Ja, leider schon nicht mehr so wirklich Aerith hier. Das hatte sich leider schnell erledigt heute. Extrem hochauflösend und komplett neutral. Hast schon Studio-Monitor. Nice. Schön, wenn man in OGS wirklich alles hört, was so überall passiert. Ja. That suit from earlier. He was one of Shinra's Turks. What's a Turk want with you? Dunno. Ja. Hey, don't Turks keep an eye out for potential soldiers and stuff? They do more than just scout for candidates. Turks get called in to handle all kinds of situations with extreme prejudice. Professional bad guys. Gotta love them. Back to my question. So what's he to you? Looked like you knew each other. Maybe he thought I could be the greatest soldier yet. Bestimmt. Forget it. Was nach Xan? Hm? You mad? Die durchsichtige Aeris. Ergämt sie nicht. Songs wird das heißen. Achso. Achso, alles Songs hören. Ich dachte, okay, ist. War da noch was? Nee, ne? Immer runter. Schaut. Genau, die kann hochgehen. Dann können wir der unter den Rock gucken. Nein, kleiner Spaß. Before. Be surprised if you had. It's honestly kind of exciting. Well, First time and all. Dieser 2D-Busch. Ja, ich liebe das Spiel, ja, ne? Aber manchmal. Bei 2D. Achso, ist wieder der gleiche 2D-Busch. Ich habe irgendwie gehört, ich habe noch nicht geguckt, aber gab es nicht irgendwie einen Trailer oder zumindest einen Teaser für den neuen, für Sequel? Oh,
Das ist doch mal ein schönes Wohnhaus da vorne. Give me a moment. Ein bisschen Anlauf ist ja wohl noch. Don't just run off on your own. Run off. Those are the words of a soldier candidate. So petty. Laufe so arschlangsam, Aris. Ich wollte es dir mal so gesagt haben. Ah, für eine Episode mit Yuffie. Ah. Loot. Loot. Der R2D2 Loot. Ich sehe da immer R2D2 drin. Es tut mir leid. Beide Elixiere vorhin benutzt. Ey, ich bin so schlecht heute. So does no one in these buildings? Nope. No one to get mad if we make noise. Nur für PS5 ist. Kinda rusty. I'll go first. It's pretty old. Kostet hier extra? Ist das dann nur Download oder wie ist das? Easy now. You worry too much. I'm not some princess who needs to be coddled. Shit. Mm-hmm. Oh! Ach, komm, wir lassen die Wahrheit hängen. Was unrealistisch ist, wie sauber das Kleid noch ist. Thank you, Cloud. Ich wäre einfach fast gestorben. Das war voll easy. There it is. The wall. Was denn? You know, I thought about leaving once, but in the end, I couldn't. Too dangerous? Too much. A whole world bursting with life. Maybe more than I can handle. I think sometimes, even now, people hate the steel sky, the slums, but I don't. How could I? All that passion, all those dreams, flowing and blending together into something greater. Ich hab's ja gesagt, ich bin so absorbed hier, als ob ich das jetzt mitgerichtet hätte. Aber ich hab's ja in Aufgabe. Kommst du? Okay. Ich freue mich wirklich, das Cosplay mal für ein Shooting zu tragen. Aris war immer einer meiner absoluten Cosplay-Träume. Dann geh doch vor. Hm, maybe I'll go on ahead and leave you all by your lonesome. Just, Maybe you shouldn't talk. Then you talk. Tell me a story. Geh endlich darüber. Not for free. Cheapskate, you're. Gotcha. You're killing me here. Ich verstehe Cloud. Sie ist halt nicht tiefer und er ist halt nicht sehr eng. So ist es halt. Here goes nothing. Das ist voll verrostet. Hast du eine Tetanus-Impfung? Darf? Nein. Nur Müll. Müll und Aerith. You good? Of course. Ja, die Taube! My hero. Never a dull moment with you. That a compliment? Not sure. Not really. Thanks anyway. We're getting closer to the station. So, können wir auch wieder schneller laufen. Das ist schön. Into a few monsters on the way. Huh. Wo müssen wir hin? In die Richtung? Nein. Also laufen wir jetzt erstmal in die Richtung. Wir müssen nach. Weg. Okay, wir müssen so weg. I fought scarier things in my sleep.
Warum zeige ich dir mit den Viechern auf der Karte? Wie nervig. Wenn Leute sagen, dass sie Aerith nicht so lange in ihrer Party hatten. Also verstehe ich das. Ich mag Aerith, aber... Also, kannst du bitte aufheben? So, sehr automatisch. Und hier auch. Weil das so... Nein, wir können das nicht fliegen. Warte. Übrigens für die, die es schon interessiert, oder noch, oder überhaupt, am nächsten Mittwoch wird es einen extra Stream geben. Und zwar bei der lieben Chiara werde ich zu Gast sein. Wir werden zusammen etwas Zunge. Training grounds, barracks, battlefields. That's the world I know. You sound proud of that. Absolut. Ah, danke schön. Danke, Shadow. Das ist super lieb von dir. Boxen! Okay, keine haubaren Boxen. Station's there. I can see that. Oh, die WLAN-Netzwerkverbindung wurde unterbrochen. Nicht, dass wir es nicht schon wüssten. So gut ist unser Internet übrigens. Wisst ihr Bescheid? Alle 5 Minuten geht hier nichts. I can't believe this is happening. If you would all just please calm down. Hey, what the hell's going on? Come on, there's no need to shout. Popular place. Yeah, well, it's got a good view of the reactor. It's on fire! In a show. They know that. They're worried. Oh, didn't expect to see you here. Er war von der Platte. Was ist nicht wahr? Was hat er gesagt? Er wollte, dass wir uns oben treffen. Und dann? Dann war Betriebsstörung am Bahnhof. Oh no! Hier haben wir, glaube ich, schon alles, ne? Oder ne? Hier ist auch ein Lied, was auch nicht. Oh. Wie Geld haben wir denn? Geht so, ne? Bisschen arm. Ist ein bisschen arm. Was haben wir denn noch hier so? Leute! Passt schon. Muss ich ja mal anlegen. Cool. Ist ja wahrscheinlich eher Magic. Hätte mir Elixier gekauft, aber sind leider nicht käuflich. Das weißt du. Ich glaube, ich bin erstmal okay. Aber ist der denn so gut? Warum ist denn ein Lederschutzreif besser als ein Eisenreif? Aber ist ein bisschen zu teuer. Wir haben kein Geld. Teuer! Hoffe ich später. Da befasse ich mich jetzt nicht mit. Ja, vielleicht nochmal. Ja. Bisschen was damit, wenn ich wieder direkt sterben. Reicht es uns auszuruhen? Haben wir es nötig gerade? Ja, ne? Ah.
Wait. Gibt Ärger. Deck is all clear. Laut. Rope's good. Go. Könnte man nicht? Lass mal die armen Leute in Ruhe. Och nö. Ach, wir spielen nicht Hitman. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt kommt auch Härte. Let's go. Thanks, Freunde, über die Welt regieren. Another Turk. A real man on a mission. On the hunt. Muss ich aber nicht auch kämpfen, oder? For me? For you? Don't know. Don't care. Then, let's stick to the back streets? Ah. There will be monsters. Bis nicht jetzt, ja, das war klar. Irgendwann bestimmt. Better than Shinra. Geht auch irgendwas anderes. Geh den Turks aus dem Weg. Lass doch Süße schon eher herzhaft. Geschmackserfahrung, jedes jeglicher Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, ob ich das essen möchte. They'll see you. Ach man, lass mich doch. Da geh aus dem Weg, was hältst du davon? Will ich was zu Sonntag spielen? There's a Shinra dump site up ahead. Not the kind of place anyone would ever choose to hang around in. Inner World wäre gut. Ich hab Bock, Inner World zu spielen. Das wäre gut. Wollen wir das machen? Sonntag Inner World und am Donnerstag, No telling where they'll come from. Monsters instinctively target weaker prey. Hmm. You'd better watch out then, Cloud. I've got this. Don't you mean we've got this? Ja, ja. Kannst bestimmt auch irgendwas tun. It's over. Oh, da kannst du nur sterben. That's that. Spoiler. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo eine Richtungsangabe? Unten. Okay, die Richtungsangabe ist unten. Hallo Saki! Durch? Ja. That way is a dead end. They yeah, but dead ends usually have treasure, bitch. Dead ends usually have treasure. I say usually, I mean, not this time, I guess. Gar nichts? I am disappointed. Naja, besser als nix, I guess. Habt ihr heute gut gemacht? Oh, hast du zugeschaut? Das freut mich. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es völlig okay, wie Aerith ist. Ich reg mich jetzt auf, aber das Aufregen ist sehr relativ. Over here. Spielerisch ist sie halt ein bisschen nervig. Lass du dir nicht entgehen. Ah. Da ist nix. Na gut. Guck mal, hier ist ein Buch. War da überhaupt was drin? Das sind ihren Scheiß auch nicht so doll rumliegen, wie ich gerne hätte, ne? Na gut, dann lass mal da durch. Genaues Klicken, bitte. Ja, Gameplay ist halt anders. That didn't work. Maybe it's broken? Pretty sure this path around loops around too, so. Heb sie da doch einfach drüber. Hm, wonder if we can move this. I wonder if we can move this. Steht da und glotzt. Ah, I knew it. Das Mädchen macht mich fertig, ey. Mach so weiter, ey, und Cloud weint nicht um dich. Ja, so, wo ist tiefer? Haben wir.
Ach Mensch. Das kann auch nie endlich. Aerith Besonderheiten. Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Okay. I'll take care of them. Cut! Kinda hurt. Ja, kann man machen. Get ready. Weniger wirbeln, mehr treffen. Okay. Sehr gut. Juhu. Selber? Achso, heilen kann sie theoretisch, aber ja, praktisch. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Das ist schön. Mit dem Gegner-MP verstärkte Wirkung bei Gegner im Schockzustand. Geht, ja, du hast. I'll take care of you. It's your turn. I got you. Ja, ich glaube, ist der Haut raus, die Fuchtel. Als die Fuchtel. Must have been a new breed. How do you figure? Because they went for the stronger prey. Ja, wir sind hier bei willkommen bei der Haut-Rauf-Typ und die Fuchtel-Tussi. Neues ist gekommen. Da sieht aus, als müssten wir da lang. Da sieht auch raus müssen. Wo versteckt sich jetzt? Ui. Ja, das machen wir wohl alleine. Komm, Aerith, ein bisschen Training für die Arme, hm? Du hast so schnell hingeguckt. So, Ausrüstung. Was haben wir denn da? Haben wir bestimmt schon was Besseres. Haben wir gerade bekommen. Harzreif. Hm. Ist ja nicht so toll. Aber hat 3 Slots natürlich. Echt, aber. Hat sie? Nein. Mit Tri. Das ist halt Müll, ne? Hm. Du kannst bestimmt irgendwas anlegen. Verdammt. Nehmen wir denn mal. ich stell mir gerade vor, Aerith mit dieser Weste, ey. Sie wahrscheinlich dringender als ich. Als Spiel ist es tatsächlich eher was ich doch privat spielen möchte. So nah vor dem Screen finde ich das Spiel tatsächlich relativ unangenehm. Ist ja doch lieber auf dem Fernseher. Oder vielleicht liegst du an den Kontaktlinsen, dass meine Augen so gereizt sind. Das kann natürlich there, sein. Check it out. The heart of the slums. Stein. Da ist doch nur Stein. The heart of the slums ist Stein. Das ist well, hart. We did take a detour. Getting tired? No. Me, I'm feeling a bit hungry. How about you? Amazed. You're in for a treat when we make it back. Don't have time for that. You'll want to make time for my mom's cooking. And that's the final word on it. We'll get home quick and eat ourselves stupid. Ist schon ein bisschen. Du bist die englische Sprecherin, ist etwas anstrengend. Nennen wir es anstrengend. Im Deutschen auch so? Aerith? Aufmüpfig, ja. Auf jeden Fall. Die ist eigentlich wie so ein Teenager-Girl. Wie alt soll die sein? Wie alt ist Aerith? Wird jetzt immer so auf 19 getippt oder so? Nimmt sich aber gerade eher wie so eine 12-Jährige, ne? Or is that just me? Bring it. Hat
Kannst du mal nicht? Mit Aerith rumnagen, bitte? Die Heilerin muss geheilt werden. Da fängt es ja schon wieder super an, ne? Hier, du. Ich weiß nicht, was das ist. Seeigel. Oh. It did something, Aerith. You killed something. And it's not the mood this time. Well done. Fun fact, die Sprecherin von Aerith Englisch hat FF wie gestreamt und darauf reagiert, wie das alles geworden ist. Oh, interessant. Und mochte sie sich? Gute Frage. Da könnte man hoch. Da. Aus. Okay, da müssen wir hin. Das heißt, hier können wir hoch für Loot. Oder rüber für Loot. Ah. Oh, convenient. Nacht, Anke. Bis Sonntag. Wenn du Probleme hast, ne? Dann schreib mir auf Twitter. Du kannst den Link, die Einladung bitte da schon an den Anke auf Twitter, dann können wir dich in die Sparte packen, die dann auch auf den Kanal zugreifen kann. Dann kann Chiara sich da kümmern. Ein bisschen Vorlauf wäre das gut. Oben noch irgendwas Schönes. Schönes relativ, hier ist allgemein selten was Schönes. Mondremedaille. Wir waren die nochmal gut. Ich melde mich, wenn ich mit der Technik zu dem nicht anstelle. Alles klar. Aber ich denke, das klappt alles gut. So, da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen da hoch. Okay. Okay, wo müssen wir hin? An den anderen Ort. It won't budge. It won't budge. Yet. So halten. So Hunger. Das ist einfach so ein Tor, was mit so einem Code-Schalter da festgemacht ist. Du kannst einfach durch das Tor durchtreten. So kaputt ist das schon. It's awake. No wish it kept sleeping. Aerith, kannst du bitte weiter weggehen? So, wie kann man denn der nochmal... Ich hab noch nichts voll, okay. Go on! Get ready. Kannst du mal weggehen? Au, au! Was hat denn das? Alright. You're done. One more shot! That's that. And we're safe. Dass der Bruder einfach weiter britzelt. Mir schon vor wie. Achso, ist er explodiert. Okay. Of course, it has to explode. Da können wir hoch. Da können wir hoch. Hinten können wir noch lang. Wo müssen wir hin? Nicht da, wo wir jetzt hingucken. Hier noch hin. Okay, vielleicht ist hier auch aber nichts. Apropos, für die, die es interessieren mag, ich habe bis von einem der zwei Fotografen die The Last of Us Bilder bekommen. Muss ich zwar noch selber bearbeiten, aber hey, immerhin gibt es demnächst mal ein paar neue Bilder. Hey. Da haben wir uns wahrscheinlich den Weg geebnet. Ganz auf der Ruhe, oder? Och Gott. Heute ist Sprossentraining angesagt. Lange vernachlässigt. Boff, Nini. Ja. Ganz schön. So. Gehen wir da jetzt ohne Aerith weiter? Okay. Ah, wir machen das Tor auf. Blau. Halten. Ich bin heute ein bisschen durch, sorry. Morgen ist letzter Schultag. Nice work. Way to think ahead.
Ich hab nicht gedacht, dass das so unangenehm ist, mit den in ihr Bluetooth-Kopfhörern zu spielen. Echt nur was für Cosplay-Sachen. So, wo müssen wir hin? Da. Wir haben keinen Ort, wo wir hin müssen. Ah, dahin. Also, wenn wir hier reingehen, müsste das. Kartenmäßig. Haben wir hier Access? Access all area? No, Access not all area. Okay. Nun ja. Beim nächsten Cosplay drückt die Perücke nicht mehr so. Dann ist schon mal alles ein Stückchen besser. Tun nur noch die Augen weh, nicht der Kopf. Should be able to relax a little now. Don't forget about the Turks. Ah. Could come at us anytime. Keep an eye out. Ich bin einen sehr großen Umweg gelaufen. Angst, dass wir. Oh, hör auf zu gehen! Ja, mein ich auch. War nicht, ey. So, do you think this means another war's coming? There's always been war in your world. Oh, hey there, Aerith. Aerith nur so. Kenn ich nicht. Unhöflich, Aerith. Mein Gott, Aerith ist Rassist. The Sector 5 slums are right there. God, I'm so nervous. Okay, PewDiePie, sorry for that. Warten wir mal auf das Ring Fit Update, dann müssen wir auch sowas machen. Ring an die Decke hängen und dann hochziehen, ja. Hey, hey, who's that guy with you, Aerith? None of your business. That's my name. That wrench, it's priceless. My life's been on the bridge. I made a first roll of tires. And I got first place in the race. Very impressive. Hast du noch gelesen, dass man Kinder nicht mit Süßigkeiten belohnen sollte? Come on, Cloud. This way. Darf ich erkunden? Ach nein, darf ich nicht. Ich will doch mit Leuten reden. I'll end you. I'm standing inside the gutted shell of Mako Reactor 5. They're working for Wu-Tai, isn't it obvious? There's still a lot of smoke rising from the rubble. Using spies so they don't have to break the ceasefire. While fallen beams and other debris continue to hinder rescue efforts, the fires appear to have been mostly extinguished. So if we help catch the bombers, we get a reward or something? That's the director of Shinra's attack. Hören, wenn alle dahinter... Excuse me, ma'am, but would you mind answering a few questions? They're targeting reactors. Can you give us any updates on the status of the reactor? What so, kind of damage did it suffer in the explosion? Are we in any danger? Mako Reactor 5 has been temporarily shut down, and all fires have been successfully extinguished. The situation is under control, and the people of our fair city need not worry about any additional complications. We're in the process of conducting a full forensic Scarlet, investigation. Yes, Scarlet. But we suspect the device used was similar to that employed in the attack on Mako Reactor 1. Das auch Scarlet. The perpetrators of that atrocity were filmed making their escape. These agents of the eco-terrorist group Avalanche are currently believed to be in hiding somewhere in the actually heroes. Thank and you very much. Given that this group has now attacked two reactors in quick succession, can they really be stopped before they strike again? What do you think? Have no fear. Shinra will keep Midgar safe. Okay, time's up. Ich habe das Original Final Fantasy 7 nicht gespielt. Weiß es nicht. All right, well, let's zumindest go. Ist es auch noch nicht weit. Ich habe es irgendwann mal angefangen, aber. Wonder what they'll bomb next. Ich habe zwar irgendwie halb gespielt, vielleicht kam ich es auch schon vor, aber das ist 10 Jahre her. Mind lending me a hand? Place is really hopping, huh? Nice side effect of the train situation. So, what do you say? I'd love to, but
I'm in the middle of a situation here. No, we're looking for a room. I help out every now and then. It's fun. Eris! Ich darf ja auch nichts angucken. Well, well. What are you doing all the way up there? Was trying to get a look at the reactor. And? Who's this guy? This is Cloud. He's a mercenary. What a fucking and currently my bodyguard. That's Oates. See you. Wow, sind hier alle scheiße, ey. Ist unfassbar. Kameramann ist ganz sicher jetzt Team Step on Me. Maybe. Or maybe he's a Team I Need New Balls. Aaron! So, what are you guys up to? We all went to see the reactor. Oh, that's right. You're supposed to come by the house. What for? I don't know. You're just supposed to. Well, guess we have a new destination. I should probably explain. The Leaf House is the local orphanage. That's where all these kids live. Hey, Aerith, where'd you go? The church again? Next time, we should all go together. Jetzt mit den Kindern los. Ich hasse Kinder. Also, Cloud. Why, hello, Aerith. As popular as ever, I see. Apparently, but they sure keep me on my toes. better than being bedridden. Thanks again for all those herbs. You've helped a lot of people. No problem. Anytime. How'd you manage to find so many anyway? Oh, I have my ways. And him? He's my bodyguard, just until I get home. And you're sure he's up to it? Maybe. Wie das der englische und deutsche Text auch totally different ist. For his patients sometimes. Here's the Leaf House. Bin gerade nass gemacht. Looking good there. There you are. Google in der Wand. Ah. We're back, and we brought Aerith with us. Sorry to make you come out here. Don't be. It's on my way home. Well then, I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently, I thought some flowers might help cheer everyone up. I'm sure they will, and I'd love to help. Can you fucking pay for it? Let's all wash up before our meal. Ihr bezahlt die, ne? So, are you a friend of Aerith's? I guess. Was ist das niedlich? Okay, hey, my house is this way. Ich wollte doch nur gucken. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein Kapitel schlimmer als sonst. Aber vielleicht habe ich es einfach nur verdrängt. Leute beschweren sich immer. What's your favorite flower? They're all the same to me. Huh. You sure you want to say that to a florist? Better than lying. Okay. Then what'd you do with the flower I gave you? I give it away? I did. Ooh, to who? Tell me. Don't recall. Yo. What? Thought you didn't like lying. Well, anyway. Ich verstehe nicht, wie man Aerith und Cloud shippen kann, einfach. So No-Go einfach. Sie passt sehr gut zu Zack. Just up this path. Mom should be home by now, so I'll introduce you. There you go. That's my house. It's amazing. Aber und Umfahrt für euch hier? Alter. Schlumps hin, Schlumps, ja genau. Slums hin oder her, aber Alter. Geil, das hier. Darf ich hier wohnen, Aerith? Die sich aber nicht die Knöchel bricht, so wie die läuft. Come on. I'm home. Hey, baby. Been up to no good? Rude came by. So, this is my mom, Elmira. Fuck, I look more and like this the mom. Is Cloud.
my bodyguard. Hi. Take good care of her? That's my job. Or was my job. Yep. Thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? Yeah. Then I'll show you the way. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you'd just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom. I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning, when you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point, Cloud. Hold up. Oh, yeah. I still need to deliver some flowers to the Leaf House. Since we have a little time before dinner, you should come with. Cloud hast alles. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. I'll go grab the baskets. Be right back. Ach, Cloud ist schon so süßlich, ne? That Aerith. She's a handful, isn't she? Yeah, that's one way of saying that, yeah. It must be tough. No, never mind. Okay. Nice conversation. Mega cozy hier einfach. Ich meine, ja, ist natürlich mega, mega verwohnt, ne? Aber. Aber bald mal wieder Zelda spielen, oder, Leute? Bald mal Missing Link spielen? Vielleicht nach Omenzeit? Wird mal Zeit. Meine Earphones geben gleich auf. Läuft. Wurde auch nicht so gut geladen, wie ich dachte. Oder hält nicht so lange, wie ich versprechen. Nein, nein. Hey. Ah. Pflanz die Pflanz. Ja, wachsen die eigentlich natürlich, die Pflanzen in der Kirche? Oder hatte sie dort gepflanzt? Dann mitgenommen. Übrigens, ja. Ja, ich möchte nicht wohnen, weil halt, also ich möchte hier wohnen, ohne das da. Ja, nicht so schön. Aber ja, ich weiß, dass du meinst mit, es könnte ein bisschen gesättigter sein von Farben, aber es wäre nicht unbedingt realistischer und ja, vielleicht ist die 2D-Blume da vorne auch nicht so realistisch. Wo? Aber mal wieder an so einen natürlichen Ort, ey, das wäre mega nice. Macht was. Kann ich aber auch nicht rein, ne? Aber nur mit Internet, ja. Found him! You take this one. Take it. Right. Off we go. And these right here are my babies. Ah, klappt mit so ein bisschen kleinen Korb. Ich kann nicht. Ist das so? Schön. Geil wäre das, wenn er wieder reingeht, sich seine Augen erstmal wieder an das Drinnenlicht gewöhnen muss und fällt er die Treppe runter, weil er die nicht gesehen hat.
Wär schon lustig. Komm gleich, ich will mal gucken. Ich muss mal kurz pipi. Ach, so schön hier, ey. Wohlfühl. Kann ich hier... Nein. Schuss auf die Blumen. Laut. Boah, die hasst dich doch. Ne. Was ist wie in, Geralt? Danke. Entschuldigung, ich möchte mich halt umgucken. Which ones do you think we should pick? Any of them. Oh, don't be like that. I know you have an eye for this kind of thing. Blumen wählen. Wähle die Blumensorten aus, die zum Helmchen hochgeliefert werden sollen. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Nachdem welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Schön. Hm. Gegen irgendwas allergisch? Gibt wer, wenn ich was Falsches nehme? Keine Blumen, das ist Gras. Ich stell dir vor, du kommst halt damit zum Schilfgras an, ey. Okay. Okay, was haben wir noch so zur Auswahl? Will ich die nur noch 15 Blumen? Aris, du stehst mir im Weg. Die Auswahl ist sehr gering. Achso, ich darf nur auf dem Stückchen auswählen. Da habe ich ja die Qual der Wahl zwischen Gras, Weiß und der nur noch 15 Blume. Ich nehme jetzt nicht die nur noch 15. Good eye. People used to give these to declare their loyalty to one another. Interesting, ja, right? Wusste ich. Halt ja auch natürlich die Treppe runter. Er springt einmal kurz wo runter. Super easy und bricht sich beide Beine und stirbt. Which should we pick next? Ja. Unsere Körbe sind voll. Ich nehme nochmal die. Wischen ist irgendwie... Packst du das hin? Die Sachen waren voll. She said, as many as you can carry, so maybe a few more? Das ist Gras. Sonst habe ich nur das hier. Eigentlich diese Blumen zu nehmen, die bei mir im Hintergrund liegen. So. Was sind das Slums? Mehr gibt's da nicht. Doch, wir sind an so vielen Blumen vorbeigelaufen. Der Schmetterling. So, reicht jetzt. I think we're good now. What do you say? Shall we go? Ja, mal gehen. Ja, einfach gar nichts sagt. Wo lang, Aerith? Da hoch? Oder wo lang? Kannst du bitte vorgehen? Hey, Fisch! Hey there, how are you doing? No need to hurry. We're not under the gun or anything. Yeah, I was wearing a cosplay earlier. Sure you are. Like, this is and the when you're done, rest of you'll it. Be drowning in job offers. But I got a very bad migraine from the wig. So, it's my cotton candy hair now. But I'll just play this today because of the cosplay I was wearing for an interview earlier. The club mit dem Osterkäppchen. Yeah! I might play it in whole in stream one day, but not now. I don't know. Well, we'll soon find out. Taube, 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 taube. Ich werde auch maximal dieses eine Kapitel heute spielen. Oh.
Tauben, 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 Tauben. Viel für Timo. I'll wait out here. Oh, okay. But I might be a while. Why not check out the town? Er ist so genervt. Oh, jetzt kann ich endlich schneller laufen. Diese Möhren sehen ein bisschen angeschimmelt aus. Nein? Oh ja, Fish. How are things? What's the story? Midgar wouldn't be Midgar without the blade and the reactors. That's true, but is that worth it? They become thieves. Some end up working for that Don Cornelio. Are you a soldier? I might be. Who's asking? Hello. Here for a checkup? Do I look like it? Let's jump! I bet you didn't know, but the plate, it was built by our grandfathers. Wow, really? Nicht toll. Plate macht euch nämlich voll kaputt, aber hey. Back at the town and klaut so Müll, Müll, nochmal Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. Sehr schön ausgedrückt. Did you know? This place is haunted. Haunted, hey? Bitte hin. Ah, okay. My boyfriend has a Ich finde es sehr schön, dass die Leute was sagen, wenn man ihnen vorbeigeht. Ich finde es manchmal sehr laut und sehr repetitiv. Hey, Bro. Oh. I remember you. Where's Aerith? The Leaf House. Okay. Oh, gut, dass man sich hier nicht verläuft. Weiß ich, bin da, wo ich angefangen habe. Is something wrong? You could say that. Sounds like someone spooked the kids. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? That's what I thought, but no. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. They say he's sick or something. Oh, and he had some kind of number tattooed on his arm. I don't like the sound of this. I'm gonna check it out. I know someone who fits that description. I'll come with. Okay. Come on. Jo, ja, dann komm mal mit, bitte. Good, feel kinda weird today with allergies and Benadryl. It's Benadryl. That's something against allergies? I'll help you feel better soon. I know. What it feels like. I'm scared of the doggy. This is Number Man. That's what's called easy money. Und was ich vorhin sagen wollte, Leute beschweren sich immer darüber, wie aus Musik wie linear viele Spiele sind. Und ich finde das Spiel halt so hart linear. Kannst du nicht mal dahin gehen, wo du möchtest, im Entferntesten. Finde ich ein bisschen schade manchmal. Costa del Sol. Meine Nase fängt voll an zu laufen, ey. Ich glaube, ich werde krank. Hey, Bro. What's going on? I understand you must be busy, but I hope you haven't forgotten about my research. Oh, hello. Cloud has been assisting me with my research and development. Ooh, that sounds fun. Ja, Justus. Count me in. One moment while I run diagnostics. Huh. How very strange. You don't appear to be in my database. And that's bad? There must have been some sort of server error. Oh well, any friend of Cloud's is sure to be of great help.
Buchungen zu elementaren Attacken. Geschlossen. Ach so. Länger nicht gesehen, ja. Kümmere ich mich später noch. Cloud. Heute ist kein guter Tag dafür. Fascinating theory. Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Sure. What is it? Cloud, I have the most amazing news. I believe I might know how to develop summoning materia. Something heretofore thought impossible. Scientists say that this materia can only be found in nature, but I may just be able to prove otherwise. And so, Cloud, I turn to you. I would like to test this theory by way of my combat simulator. To wit, I want you to fight and defeat summon data in VR. I sense that you find my phrasing to be somewhat obtuse. Kämpfe gegen Esper. Chatleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Missionen. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chatley, wenn du dich an ihn versuchen willst. Please let me know when you've made your preparations. Ja. Ich denke, das ist heute kein guter Tag dafür. Tut mir leid, Shadow. Heute ist kein guter Tag dafür. Ich bin nicht mehr so gut bei der Sache. Das waren voll nicht wir, okay. So, wo sind denn die Kinder? Ich hinter uns rechts. Okay. Oh, nehme ich gerade körperlich leider so ein bisschen ab. Ist die richtige Richtung? Nee, schon dran vorbei. Hier ist das A. Come on. I know this space is off limits to grown-ups, but if we want to rescue them, well, we gotta break the rules. Bitte Musik, Matsch. Entschuldigung, ich weiß. You're back. Aerith's come to help. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there. Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. I used to be a soldier. So where's the guy? I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. Okay, ja, ich brauche erstmal. Entschuldigung, ihr braucht das nicht. Pretty blue flower. Won't you talk to me? Kleiner Hint, liebes Mädchen. Blumen reden nicht. Was? 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 Was willst du? Was? Was willst du? They ran off this way. Be careful. Yeah, yeah, sure, we'll be dead. Where do you think they went? Who knows? They're kids. Wahrscheinlich bis zum Ende des Wegs. Get back. Stay back. See ya. Was ist das? Ja. Moving on then. Das war schneller. Okay. An irgendwas erinnern die kleinen dicken roten Stachelviecher mich immer, aber ich weiß hier was. Los, Leute, kloppt sich mit den Kindern hinterm Aldi. Okay then. Let's do this. It's over. Ja, ein bisschen Hilfe vertragen, ne? Da soll es lang gehen. Das heißt, wir gucken erstmal, was hier ist. Aha! Besser als nix. Ah, there they are. Uff. And they're not alone. Auf, auf.
Der kann einfach geradeaus durchgehen. Das ist so doof. Ach, Vera, ihr habt doch keine Ahnung, wer sie sind. Easy. That's it. Nein, Shadow, das ist alles Radfratze. Warum hat hier nichts frei, ey? Was war das? Witziges Flugmodul. Gebet braucht zwei, aber ich breche. Ach, wäre zu schön gewesen, ne? Ich hab nur eins, okay, nur eins. Nehmen wir Sachen an. Er ist ja noch länger am Popo-Kleber. Befürchte ich. So. Da drin. Geht, ja. Post. Limit Vision, okay. Vision, was auch. So. Wäre gut, wenn du auch dauerhaft heilen könntest. Wäre schon sehr nützlich. Kinda in a rush, so. Get ready. Warte mal. Sorry. Enough. Quickly, we gotta save them. Alright. Ah ja. Nicht so schnell, Aerith. Wir wollen uns vielleicht auch vorher mal heilen. Komm, wie kommst du hier? Kann sich teleportieren, ich schwör. Sieht mit meinem MP aus? Easy, okay. Oh, Aerith, du auch nochmal. Ja, ja, Bedroom, oh, deine Mutter. Oh, ey, Steuerung ist alles. Ein Ratzfratze, kein Maskottchen. Ein Maskottchen Miffy ist ein Ratzfratze, deswegen sage ich das doch. Wollte ich nur ärgern. Noch was? Hold on! No holding back. Okay, erstmal das andere. Erstmal die kleinen. Komm, komm rein. Get him! Shit. Gehen wir mal. Let's finish this. This one's for you. It's over. This one's for you. What did you do? Oh, Fertigkeiten. Oh, immer noch nicht geladen. Auch Mensch, Aerith. Ich hab mal Leaf Bracer, ey. Ah, ich will immer mehr. Könnte mal. Right. Gotta be careful. Enough. Okay. Mann, das ist doch so dicker. Ja, nee, wow. Ah, fuck, Mann. Okay.
kannst dich einfach nicht heilen und du kriegst in dem Moment auf jeden Fall auf die Fresse oder bist du schon tot. Halte umgedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren. Du spürst das in der Taste eine besonders mächtige Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. Okay. Du kannst du je nach Kampflage Kurzangriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Ja. Aber gerade eher andere Probleme. Ich war so lange überleben, bis ich ein verficktes. Eine verfickte Füllfeder benutzt kann. Was schlecht ist gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so. Pro Gamer. I'm here. Oh, ja. Versuchen mal ein bisschen Stur hier. Get ready. I'm waiting. Come on. Steady. Oh, was habe ich denn noch? Ein Gebet benutzt, das brauchen wir zwar gerade nicht. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wieder automatisch zweimal gewirkt. Auch nett. Ist das schon im Schockzustand? Nein, sag ich. Okay. Bring it. That'll do. Dann heilen wir einfach mal unseren Freund. Wir sind auch schon ein bisschen angedutscht. Dann versuchen wir doch mal erstmals Gebiet. I'll take care of you. We'll be right there. Oh, okay. Ich vergaß. Sachen explodieren hier, ja. Ach, ey, dass sie das nicht besser gemacht haben. Nein, nicht wieder. Geht das nicht auch, dass ich mehrere auf einmal? Offensichtlich. Die Kinder kommen klar, die ertrinken nicht so schnell. Da bin ich mir sicher. So. Be good. Jo, Kiddos. Super Arrows, gut gemacht. Stolz auf dich. Watch out! The ground's really shaky. Oh really? It's very broken. I'll go. Ja, der braucht ja nur einmal drüber springen, nimmt zwei Kinder und springt zurück. Come on. Jetzt bricht das kaputt. Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Ach, langweilig. Nein, natürlich gut so. Thank you. That was cool. Okay, let's head back. Ah! So. Bitte lass mich die Kinder nicht beschützen müssen. Please don't make me do that. Ich werde verloren, was kriege ich? Nee. Durchsichtigen Kinder. Die Krankheit geht echt um. Lass mich doch bitte endlich da hoch. Es ist so entschleunigend, aber auf die nicht so gute Weise. Natürlich. Get ready. Try this. Let's do this. Da gucken wir doch mal. Nein. Pushing it. We've got to get through this. Kann noch was? Hier, das da. Das ist doch gut für Leute in Schock. Lend me your strength. Hey. How did you get to be so strong? Well, you see, Cloud here used to be a soldier. He was? Did you go fight in the war? I might have. Might have. Für den Soldier sonst gut. Ihr kommt da geradeaus durch, Leute. Geradeaus. Keiner von euch ist so dick. Das ist doof, Alter.
Guck mal, was da vorne ist. Get back. I can fight too, you know. Go on! Das sieht aber aus. And we're safe. To be a soldier like you. You can't just grow up to be a soldier. You gotta so work toll. At it. Cloud thinks I'm good enough to be one, right? Look at you, Mr. Popular. That was so cool, you guys. Especially that. Yeah. It was really cool, and you went like. Yeah. You've got it all wrong. Ich möchte auch nicht zur Bundeswehr. Glaubt mir das. Wo wollen wir denn jetzt hin? Hätte mir jetzt nur nachgelatscht? Oh. Aerith, nimm die Kinder. Bitte. Don't do it. Don't be a soldier. Ja. Ja, okay. Wir gehen zusammen mit Aerith hoch. Das war interessant. Aerith war ihm wohl offensichtlich gerade zu nah und ich kann nicht rennen. Und wahnsinnig! Vorhin kann ich manchmal rennen und manchmal nicht. Das ist so. Also, jetzt hier in dem einen Areal. Ihr weckt mich, ne? Aerith ist mir so: Was, Mann? Was? Migräne, oh, das kenne ich. Tifa, wait! Tifa! Tifa! Tifa. Tifa? Da war damals schon Boys Magnet. What's wrong? Nothing. Is Tifa like your girlfriend? No. But she's someone special. It's not like that. Or it really More is. Like, I don't know how to explain. I see. Die Kinder denn jetzt? Hey. Gut, eingemacht. Zwei Kinder gerettet. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. And here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. Aww. Maybe I don't want that, he said. Don't worry, it'll be okay. Wait. Okay. Are you all right? It looks pretty damn similar. There's the number, but why two? Who knows? Come to think. The reunion. There's nothing to fear. Oh, I'm sorry to hear that, fish. I still need a good Sephiroth figure. Get it together. Come on. I've already got Cloud and Aerith here. Do you? Sephiroth, the war hero? I know he died in an accident 5 years ago. They said so on the news. Maybe they did. Yeah. But I've got a feeling he's still alive. Oh Gott, was sagen Sie im Deutschen? Right. Come on, let's go. The fuck, Aerith? From the legendary. Okay. I heard he came back because he got sick or something. Isn't that kind of weird? Can soldiers even get sick? Wait! Yeah. Stop running away from me! Aerith hat jetzt sehr schlechte Laune. Okay. My dad told me that that man, he used to be a soldier when he was younger. Kind, hey, Cloud, so I know a lot of people around here need help. Ein Nachhilfekind von mir. When I'm out on patrol, a lot of them tell me about their problems.
Do you think you might be interested in helping out? Well, I'm all for it. Was das in deinem Lager? I'm on the clock. Don't worry. I give you permission. Oh. I always have the latest information. Come find me if you want to know. Hey, not judging, but what the hell are you wearing? Are you a cosplay or something? Oh my, is that a Moogle? You can see me, Koopa? Then you two must be very, very special people. In that case, welcome to the Moogle Emporium. I'm the owner, Reunion, oh god. You must not be familiar with Mog the Moogle. It's a pretty famous fairy tale. Mog wanted to bring happiness to all the Moogles of the forest, so he decided to open a shop of wonders. That's right, Koopa. I open a store to bring happiness to the slums, like Mog. And you know, only people with the purest of hearts can even see Moogles. You talking about me? Well, Moogle magic isn't perfect, Koopa. Anyway, we've collected all kinds of rare and wondrous goods. They can be yours if you've got enough Moogle medals. But I've got you'll need some. To buy a membership first. Yep, I just played part of the original game, like, twice in my life, but there was always time when I got busy or something that I didn't continue playing it, so no, I never finished it. I know lots about the game, but probably not everything. Ja, geil. Okay, ein Mitgliedsausweis bitte. I guess. Okay. Darf ich jetzt was kaufen? If you find any Moogle medals, you can spend them here. I do have Moogle medals. So, Moggy, what do you do with the medals we give you? Oh, you know what? I use them to make everyone happy. Well, I watched the movie, so I guess. That's the duty of every Moogle. Of course, just like Mog the Moogle. Okay. I'd like to move. I see you're working hard, Mr. Merc. Yep. So what are you gonna do next? Keep on working hard. As you always do, I'm sure. You know, yeah. This is how I earn a living. Huh? Really? I thought you were just doing it for fun. I suppose some people do. Hello, I'm some people. Nice to meet you. Ich kann mich nie entscheiden, höre ich denen zu oder lese ich's, weil es sind zwei verschiedene Dinge. Okay, aber was egal. Ah, the Gross Saucer One. Wie habe ich denn? 13. Oh. Schick. Mhm. Probably important. Immer teuer. Mhm. Erstmal holen wir das für Cloud, weil wir spielen halt hauptsächlich Cloud. Schön. Und dann holen wir noch einen Silberstab für Aerith. Und wie unnütz, ne? Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf die Träger, wenn der TP-Wert bei 35% oder weniger liegt. Gut, das passiert uns relativ häufig. Leider. Ah, komm. Okay, we're good for now. Thank you. You guys are great. Thanks to you, I've got a ton of medals, Cooper. Which means I can bring happiness to a ton of people. Yeah. Good for you. Hey, Cloud. Maybe say it like you mean it? Not until I'm happy. Go on, work your magic. Make me smile. From ear to ear. I'll need a lot more medals, Koopa. Well, that won't do. Come on, Cloud. Let's go get more. Good luck, guys! Lol, das geht schon cool. So, Aerith, kriegst erstmal einen neuen Stopp. So. Ja. Ja. Gut.
Und dann können wir die auch. Ich überlege, ob ich es für heute gut sein lasse, weil meine Augen so brennen. Ich bin heute nicht so gut in Form, beziehungsweise ich habe alle meine Lebensenergie heute in dieses Interview gesteckt. Ja. There's a lot of problems we can't fix because we're just kids. And that's where you come in. Genau. Schön, wenn ich jetzt ein bisschen so einen inhaltlichen Cut hätte, aber. Wir haben gerade Kinder gerettet. Das ist worth something, right? Ja, vor allen Dingen bin ich heute auch gesundheitlich echt angematscht. Ja, komm, wir gehen noch zurück zu Aerith House. Okay, ist das ein Deal? Wir gucken uns da nochmal schön an, wie da alles aussieht. Ah, da geht's. Ich vergesse, dass ich in den Slums dann auch mal in den Friedhof gehe. Warum gibt es übrigens kein Lösungsbuch von Final Fantasy VII Remake? Warum nicht? Ich muss mal wieder erklären. Von allen anderen Games gibt's was und von Final Fantasy VII Remake nicht. Ja, ja, Bad Reload, deine Mutter. Hier runter. Alte Menschen. Ja, komm, später. Ich mach das. Ich mach. Aerith, you're back. Yeah, you got it. Come, look what we've done with the flowers. Lovely, don't you think? Great job. It's wonderful. Isn't it? Oh, I nearly forgot. Die sind aber am nächsten Tag schon suit walking towards your house a little while ago. He was dressed all in black. A little scary looking. Ach Mensch, da kann ich nicht zurück zum Haus, weil dann direkt der Meisterflorist. Ja, ich weiß, danke. Süß. Sehr niedlich. Ich glaube, ich mache hier Schluss. Vor diesem schönen Emblem heute. Glaube ich, besser als wenn ich direkt den nächsten Bosskampf jetzt trigger, für den ich heute nicht mehr bereit bin. Nehmt es mir nicht übel, ich war nicht lange heute online. Es lief nicht so, wie ich gehofft hatte, mit der Perücke und allem. Aber dafür fangen wir am Sonntag mal rüber. Das hat bei mir da gut laufen. Dafür sehen wir uns dann Sonntag wieder und dann fangen wir an mit The Inner World. Einem sehr, sehr guten Point-and-Click-Adventure, was ich vor Ewigkeit mal gespielt habe. Es ist sehr lustig, aber auch hat auch eine wirklich gute Story. Ob ihr es kennt oder nicht, ich hoffe, ihr schaut rein. Es wird sehr gut. Es ist sehr gut. Ich freue mich sehr und ich weiß noch, es hat so richtige Abfuck-Rätsel zwischendurch. Deswegen brauche ich auch eure Hilfe auf jeden Fall. Ich habe nämlich wieder alles vergessen, was irgendwie mir was bringen würde. I like to move, move. I like to Moogle, Moogle. I like to Moogle. Schade, mein Moogle ist leider drüben im Wohnzimmer, deswegen kann ich hier nur Moogeln. Ich wünsche euch einen ganz tollen Donnerstagabend noch und habt einen schönen hoffentlich letzten Arbeitstag diese Woche und wir sehen uns dann am Ende des Wochenendes. Ja, sorry, ich muss erstmal die Kontaktlinsen rausnehmen. Bin ein bisschen angedötscht heute. Aber dafür bin ich Sonntag umso frischer, hoffe ich. Okay? Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr beim Interview vorhin dabei wart. Ja, bis die Tage.